freut mich sehr, dass Sie meinen Vortrag anhören möchten. Mein Name ist Helmut Wanicek. Ich bin Chemiker und habe in Wien Chemie studiert und promoviert und 40 Jahre meines Berufslebens bei der Bayer AG in der Forschung, in der Produktion und im Marketing verbracht. Und seit etwa 5 bis 6 Jahren beschäftige ich mich verstärkt mit Elektromobilität, mit der Energiewende und mit den Klimaphänomenen. Ich habe im Wesentlichen 3 Vorträge zusammengestellt. Der erste, Elektromobilität und Energiewende. Der zweite beschäftigt sich mit CO2, Fluch oder Segen. Und der dritte mit Kernkraft, verständlich. Heute sehen Sie den ersten Vortrag, Elektromobilität und Energiewende. Die Themenbereiche sind zum ersten Stand der Technologie für Elektroautos, Stand der Batterietechnik und was kann man noch erwarten, konventionelle Antriebe, Wind- und Solarenergie und Netzstabilisierungsprobleme. Die Parameter zur Elektromobilität sind im Wesentlichen die Reichweite eines Fahrzeugs, die Rohstoffe, die man für die Fertigung und den Betrieb benötigt, und die Stromversorgung. Bei der Reichweite sind die heutigen Probleme, dass die Batteriekapazität zu gering ist und dass der Verkehrsfluss die Reichweite dramatisch einschränkt. Bei den Rohstoffen verwendet man heute im Wesentlichen Lithium, Kobalt und Fluor. Die Stoffe Lithium und Kobalt kommen in dieser Welt sehr konzentriert vor. Die größten Vorkommen für Lithium gibt es in Bolivien und in China und die größten Kobaltvorkommen im Kongo. Diese Rohstoffe werden Engpässe darstellen bei der zukünftigen Nutzung der Elektromobilität. Und diese Rohstoffe sind nicht einfach zu gewinnen. Es gibt eine Reihe von Umweltproblemen, die durch die Herstellung dieser Stoffe erst erzeugt werden. Nur um eine Zahl zu nennen, man braucht etwa 1000 Tonnen Wasser, um eine Tonne Lithium herzustellen. Und mit einer Batterie fährt man etwa 70.000 Kilometer. Die Stromversorgung sollte natürlich CO2-frei sein und wenn sie das nicht ist, dann stimmen die Worte vom ehemaligen VW-Manager Herrn Diess, der sagte, wir müssen damit rechnen, dass unsere Elektroautos mit Kohle fahren. Das werden wir doch nicht wollen. Nun ein Vergleich der CO2-Emission verschiedener Fahrzeuge. Dargestellt sind Fahrzeuge von der Herstellung über den Betrieb bis zur Entsorgung. Und was sind die CO2-Mengen, die auf diesem Weg in die Umwelt abgegeben werden? Der größte Abgeber von CO2 unserer Flotte sind Benzinautos, die etwa 37,3 Tonnen CO2 im Laufe ihres Lebens bis zur Verschrottung abgeben. Es ist bei allen diesen Autos ist eine durchschnittliche Fahrleistung von 176.000 Kilometer gerechnet. Wesentlich besser kommt da schon unser Diesel weg. Und zwar deswegen, weil die Abgastemperaturen des Diesel niedriger sind und dadurch die Ausnutzung des Kraftstoffs besser ist. Wenn Sie ein Hybridauto betrachten, ein Hybridauto der heutigen Bauart, dann erzeugt so ein Auto von der Produktion über den Betrieb mit 176.000 Kilometern bis zur Entsorgung immer noch 31,6 Tonnen CO2. Dies ist mehr als ein Dieselauto im Laufe seines Lebens erzeugt. Daneben sehen Sie die Zukunft
der Hybridautos das, was man gerne hätte. Nämlich 27,3 Tonnen CO2 und darunter wird man mit dieser Antriebsart nicht kommen. Auch der Elektroantrieb ist alles andere als CO2-frei. Bei der heutigen Fertigung und dem heutigen Betrieb benötigt man 25,8 Tonnen CO2 im Lebenslauf eines Autos. Das ist nur geringfügig weniger als bei einem Dieselauto. Und selbst wenn man der Zukunftsmusik Glauben schenkt, dass in Zukunft der Strom für diese Autos im Wesentlichen CO2-frei erzeugt wird, selbst dann wird ein Elektroauto noch 17,4 Tonnen CO2 in seinem Leben in die Umwelt entlassen. Sie sehen also, der Erfolg der Elektromobilität ist bei weitem nicht so, wie er in den Medien und von der Industrie dargestellt wird. Dabei wird auch immer vergessen, dass die Angaben der Hersteller irreführend sind. Es werden Durchschnittsreichweiten angegeben von 469 km pro Batterieladung, wenn die Batterie 85 Kilowattstunden. Also ein Verbrauch von 18,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Nun ist es aber so, dass unsere Autos nicht nur fahren. Unsere Autos haben auch eine ganze Reihe anderer Stromverbraucher eingebaut. Und bei unseren heutigen Verbrennungsfahrzeugen haben wir natürlich die Heizung gratis, denn die Abwärme wird im Auto erzeugt und wird für die Heizung genutzt, während bei der Stromerzeugung die Abwärme bereits im Kraftwerk abgegeben wird und bei der Verwendung des Stroms wesentlich weniger Wärme entsteht. Wir müssen also unsere Autos und auch unsere Elektroautos, wenn wir sie betreiben, im Winter heizen. Und im Sommer, wenn wir bequem fahren möchten, so wie das heute üblich ist, werden wir möglicherweise die Klimaanlage einschalten. Und diese Klimaanlage hat noch eine wesentlich höhere Leistung als die Heizung. Ganz abgesehen davon haben wir noch eine Reihe anderer Nebenanlagen, seien das Tonanlagen, ist das die Steuerung oder sonstige Verbraucher oder wenn Sie auch nur Ihr Handy im Auto anschließen und aufladen möchten. Das bedeutet, dass diese angegebene Reichweite von 469 km pro Batterieladung nur im Idealfall so ist. Und wenn man in der Stadt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 28 km pro Stunde unterwegs ist, das ist so heute in den Städten die übliche Geschwindigkeit, dann braucht man für die 469 km 16,75 Stunden. Und in diesen 16,75 Stunden verbrauchen die Nebenanlagen 77,8 Kilowattstunden, also fast die gesamte Batterie. Auf den Autobahnen ist es etwas besser. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 105 km pro Stunde brauchen wir für diese Strecke 4,47 Stunden. Aber auch da verbrauchen wir in diesen 4,47 Stunden etwa 21 Kilowattstunden Strom für unsere Nebenanlagen. Und das bedeutet, dass unsere Reichweite nicht 469 Kilometer ist, sondern unsere Reichweite wird in der Stadt 244 Kilometer und auf den Autobahnen auf 377 Kilometer reduziert, allein durch diese Nebenanlagen, die wir notwendigerweise benötigen. Und die neueren Erfahrungen, die neueren Praxiserfahrungen mit E-Autos europäischer oder amerikanischer Provenienz zeigen, dass alle diese Rechnungen noch sehr seriös gemacht sind. Die Werksangaben für einen BMW i3, das heutige Wunder der Technik, dort gibt man schon eine Reichweite von 359 km an. Und die Alltagsreichweite soll 260 km sein. Sie sehen,
Wenn die Angaben etwas mehr der Wahrheit entsprechen, dann sieht so ein Elektroauto schon ganz anders aus. Die Ladezeit wird mit 45 Minuten angegeben beim Schnellladen mit 80% der Kapazität. Auch das müssen Sie einrechnen, wenn Sie reisen. Und wenn Sie gar Ihr Auto an Ihrer Haushaltssteckdose laden möchten, dann benötigen Sie 15 Stunden, um Ihren Akku wieder voll zu bekommen. Das bedeutet, Sie können gar nicht davon ausgehen, dass Sie am Abend nach Hause kommen mit dem leergefahrenen Auto und am Morgen in das vollgeladene wieder einsteigen, weil Sie dazu mindestens 15 Stunden brauchen. Batterien sind immer nach der gleichen Technik gebaut. Eine Batterie besteht darin, dass sie zwei Elemente in unterschiedlichen Lösungen haben und diese Lösungen durch eine Ionenbrücke verbunden sind und auf der anderen Seite durch ein elektrisch leitendes Kabel, an dem der Verbraucher hängt. Wie Sie hier in diesem Bild sehen, besteht diese Zelle aus einer Zinksulfatlösung mit einem Zinkstab als Anode und auf der anderen Seite eine Kupfersulfatlösung mit einem Kupferstab als Kathode. Und dazwischen die Salzbrücke und hier oben fließt der Strom und er fließt deswegen, weil hier das Zinkmetall in Lösung geht und Zink zu Zink zweifach positiv geladen wird unter Abgabe von zwei Elektronen, die hier über den Verbraucher fließen und die Leistung abgeben. Diese Batteriezelle hat 1,11 Volt. Und diese 1,11 Volt sind Materialkonstanten. Bei einer Batterie mit Zink und Kupfer als Elemente, als Elektroden, wird man immer 1,11 Volt Spannung erzeugen. Das kommt daher, weil es in der elektrochemischen Spannungsreihe Elemente gibt mit verschiedenen Spannungen. Und hier sehen Sie eine Liste verschiedener Elemente, die im Vergleich zu einer Wasserstoffelektrode gemessen werden, der man einfach definitionsgemäß die Spannung 0 zugeschrieben hat. Es wird also, wie in diesem Bild davor, eine Batterie erzeugt, die auf der einen Seite Wasserstoff über eine Platinelektrode hat und auf der anderen Seite jenes Element, das man gerade messen möchte. Und so kommt man dann zu dieser elektrochemischen Spannungsreihe, wo Sie ganz oben die elektrochemische Spannung von Lithium sehen mit minus 3,04 Volt. Daran können Sie schon erkennen, warum man gerade Lithiumbatterien baut. Lithium ist das Element mit der höchsten elektrochemischen Spannung, mit der höchsten negativen elektrochemischen Spannung. Es gibt eine Reihe von Elementen, die eine positive elektrochemische Spannung haben. Und wenn man Batterien baut, die aus einem Element hier oberhalb des Wasserstoffs und einem Element hier unterhalb des Wasserstoffs nimmt, dann addieren sich die Spannungen. Das bedeutet, wenn Sie hier mit Lithium minus 3,04 Volt eine Zelle bauen, die auf der anderen Seite Fluor enthält, mit plus 2,87 Volt, dann erhalten Sie eine Spannung dieser Batterie von 5,9 Volt. Und das macht man auch heute. Diese Lithiumbatterien enthalten andere Elemente wie zum Kobalt, aber man baut auch nur moderne Batterien mit Fluor. Und das bedeutet, es wird keine Möglichkeit geben, die Spannung einer Batterie weiter zu erhöhen. Es gibt keine Elemente, die eine höhere positive oder eine höhere negative Spannung haben als diese beiden. Es wird immer so getan, als wären wir erst am Anfang der Batterieentwicklung.
Dieses Bild soll Ihnen zeigen, dass wir eigentlich am Ende der Batterieentwicklung sind. An der Menge Lithium pro Kilowattstunde, das sind heute 130 Gramm, wird sich nichts ändern. Nun ist Lithium ein Element, welches nicht ganz ungefährlich ist. Es ist ein weiches, silbrig glänzendes Metall und es wird hergestellt durch Schmelzelektrolyse. Man muss zuerst Lithiumsalze in einem aufwendigen Verfahren aus dem Boden lösen. Wie ich vorhin sagte, braucht man dafür 1000 Tonnen Wasser für eine Tonne Lithium. Und danach muss man diese Lithiumsalze bei hohen Temperaturen in der Schmelze elektrolysieren, um das metallische Lithium zu erhalten, welches man für den Batteriebau benötigt. Dieses Lithium ist außerordentlich reaktiv und korrosiv. Es ist ein sehr hoher Stromverbrauch bei der Herstellung, deshalb auch die hohen CO2-Mengen, die Elektroautos noch in die Luft pusten. Es ist giftig, es muss unter Öl aufbewahrt werden, weil es beim Kontakt mit der Luft und beim Kontakt mit der Luftfeuchtigkeit korrodiert. Es ist ätzend, vor allem in den Augen. Und es reagiert außerordentlich heftig mit Wasser und zersetzt sich sofort zu Lithiumhydroxid und Wasserstoff, der dabei auch sofort zu brennen beginnt. All diese Eigenschaften machen es notwendig, dass diese Batterien dicht sind. Absolut dicht. Sie müssen dicht sein gegen Eindringen von Wasser. Sie müssen dicht sein gegen Eindringen von Gegenständen. Und sie müssen auch dicht sein, damit keines dieser Stoffe von innen nach außen gelangt. Wie Lithium mit Wasser reagiert, das sehen Sie hier in diesem Bild. Es entzündet sich sofort. Und das, was hier brennt, ist der entstehende Wasserstoff. Das weitere Element, welches sehr vorteilhaft zur Herstellung von Lithiumbatterien eingesetzt werden kann, ist Fluor. Aber Fluor ist ebenfalls ein sehr reaktives Element, was natürlich auch der Grund dafür ist, dass es hohe Energien erzeugen kann. Es ist das stärkste Oxidationsmittel, das wir kennen. Es reagiert mit allen Elementen, außer mit Edelgasen wie Helium oder Neon. Es wird ebenfalls durch Elektrolyse hergestellt, wo ein sehr hoher Stromverbrauch anfällt. Allerdings in diesem Fall von Flusssäure. Und Flusssäure ist eine der stärksten Säuren, eine der stärksten oxidativen Säuren und ist auch hochgiftig. Fluor und Fluorwasserstoffe gehören zu den giftigsten Stoffen, die wir haben. Es ist äußerst ätzend. Und aus diesen Gründen wurde es im Ersten Weltkrieg auch als Kampfgas eingesetzt. Und Fluor ist feuergefährlich. Das sehen Sie vor allem hier auf diesem Bild, wenn ein modernes Elektroauto einfach in Flammen aufgeht. Es gibt viele Gründe dafür, dass solche Unfälle passieren. Die meisten sind gar keine Einwirkungen von außen, denn das Problem ist, wenn es in dieser Batterie zu einem Kurzschluss kommt, dann erzeugt dieser Kurzschluss in der Batterie hohe Temperaturen. Und durch diese hohen Temperaturen werden die Baumaterialien der Batterie zerstört. Und wenn diese Baumaterialien zerstört werden, dann wird weiteres Lithium mit weiterem Fluor und den anderen Elementen reagieren. Und die Batterie verbrennt explosionsartig. Diese Brände sind nicht löschbar. Denn diese Brände benötigen keinen Sauerstoff. Das Oxidationsmittel ist schon da, das Fluor. Das Reduktionsmittel, das Lithium, ist auch da. Es wird also in kürzester Zeit die gesamte Energiemenge, die in dieser Batterie gespeichert ist, etwa 85 Kilowattstunden, in einem Moment frei. Und das hat die gleiche Auswirkung, wie wenn ein voller Benzintank explodiert. Nur bei dem vollen Benzintank
hat man den Vorteil, dass das Benzin Sauerstoff braucht, also Luft braucht, um weiter zu brennen. Und die Feuerwehr ganz einfach entweder durch Abdecken der Luftzufuhr mit Schaum oder mit Decken oder mit Wasser den Brand bekämpfen und löschen kann. Hier sehen Sie noch eindrucksvoll, wie so ein Brand weitergeht. Und das ist ein Auto, ein Tesla am 16.08.2018, der beim Parken in Hollywood plötzlich einen Feuerstrahl erzeugte, der dann im vollständigen Abbrand des Autos endete. Erst vor wenigen Tagen, am 30.07.2019, das ist gestern, ist ein Tesla in Ratingen beim Parken von sich aus in Flammen aufgegangen und hier sehen Sie das Ergebnis. Das Fahrzeug konnte nicht gelöscht werden. Zum Glück kam es zu keinem Personenschaden. Audi ruft alle e-tron zurück wegen Brandgefahr. Auch da hat man erkannt, dass die Batterien nicht so ohne sind und dass es auch da von selbst zu Bränden kommen kann. Und deshalb kommen unsere Kommentatoren in der Technik zu folgenden Aussagen. Verbrennungsmotoren werden noch lange eine wichtige Rolle spielen. Und im Manager-Magazin wurde im letzten Jahr ein Artikel veröffentlicht, bei dem weltweit die Bosse der Autokonzerne befragt wurden. Und satte 72% dieser befragten 229 Autobosse sagen das Aus für Batteriefahrzeuge voraus. Und pikant, Chefs und Aufsichtsratsvorsitzenden deutscher Hersteller, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, sagen das zu 100% aus. Umso erstaunlicher mag es sein, wenn heute VW verkündet, dass sie ihre gesamte Flottenstrategie umstellen werden auf Elektrofahrzeuge. Dies geschieht auf Druck der Politik, ganz egal, wohin das führt. Die Probleme der modernen Batterien sind ganz einfach, es sind Gewichtsprobleme. Diese Batterien, obwohl man nur etwa 13 Kilo Lithium für eine derartige Batterie benötigt, solche Batterien haben immer noch 600 bis 700 Kilo. Das folgt aus den gefährlichen Stoffen, die abgeschirmt werden müssen und den zusätzlichen Stoffen, die man benötigt, um eine Batterie zu bauen, nämlich das Diaphragma, die Salzlösungen, das Anoden- und Kathodenmaterial. Hier mag man noch kleine Fortschritte machen, aber auch da ist die Technik schon sehr weit fortgeschritten. Es gibt auch Volumenprobleme. Die heutigen Batterien, wenn Sie einen Tesla zerlegen, sind nicht in einem Block eingebaut, sondern man verwendet alle möglichen Freiräume in einem Auto, um die gesamte Batterie unterzubringen und dann zusammenzuschließen. Das hat Vorteile und hat Nachteile. Der Vorteil, man kann das Gewicht verteilen, man kann Leerräume nutzen. Der Nachteil, bei Unfällen weiß der Retter, die Feuerwehr, nicht, wo sie ihre Scheren ansetzen sollen, um keinen elektrischen Schlag zu bekommen. Und die Batterie auf viele Stellen verteilt, gibt auch viele Möglichkeiten, um die Batterie durch Außeneinflüsse zu zerstören. Solche Batterien haben auch eine sogenannte Hysteresis. Die Hysteresis beschreibt die Differenz zwischen dem Strom, den man einer Batterie zuführen muss, um sie zu laden, und der Strommenge, die man beim Entladen aus der Batterie herausholen kann. Diese beiden Zahlen sind nicht identisch. Man muss also mehr Strom in die Batterie reinladen, als man am Ende rausholen kann. Der Vorteil von Lithiumbatterien ist, dass dieser Unterschied dort relativ klein ist. Aber er wird in der Zeit der Lebensdauer der Batterie größer. Und es gibt auch
kleine Veränderungen innerhalb einer Batterie, die dazu führen, dass bestimmte Mini-Zellen einfach nicht mehr wirksam werden und dadurch die Gesamtkapazität der Batterie abfällt. Und nach einem Gebrauch von etwa 100.000 bis 120.000 Kilometer muss auch eine Lithium-Batterie ausgetauscht werden, wenn man nicht bei 80% Kapazität weiterfahren möchte. Über Korrosion und Giftigkeit haben wir schon gesprochen, aber diese Eigenschaften machen natürlich auch beim Betrieb und bei der Entsorgung Probleme. Wenn so ein Auto brennt, dann entsteht Fluorwasserstoff, also ein Kampfgas. Und das ist nicht ungefährlich. Und wie gesagt, diese Brände sind nicht löschbar. Die Feuerwehr ist dazu übergegangen, bei brennenden Elektroautos diese in einem Wasserbad zu versenken. Weil man nicht weiß, ob die Batterie nach dem Löschen ganz einfach wieder an einer anderen Stelle zu brennen beginnt. Das sind die Entsorgungsmöglichkeiten eines E-Autos. Man kann solche Batterien auch möglichst schnell laden. Aber auch diese kurzen Ladezeiten führen zu erheblichen Problemen, weil sich beim Laden die Batterie aufheizt. Und das muss man begrenzen. Denn wenn sich die Batterie so aufheizt, dass bestimmte Kunststoffe schmelzen, gibt es Kurzschluss und man kann die Batterie dadurch sehr schnell zerstören. Nun zu den Rohstoffvorkommen. Das Lithium weltweit, das man sowohl für die Elektroautos braucht und das man auch benötigen würde, wenn man tatsächlich nur mehr mit Windstrom und Solarstrom leben möchte und die Zeiten überbrücken muss, wo eine Dunkelflaute ist, also wo keine Sonne scheint und kein Wind geht. Für beides würde man Lithium benötigen. Die Vorräte in Chile sind 7,5 Millionen Tonnen, wie Sie hier sehen. In China 3,2 Millionen Tonnen. Argentinien, Australien, Portugal, Brasilien, USA, Zimbabwe immer weniger Vorräte. Dadurch, dass die Vorratssituation so angespannt ist, steigen die Preise von Lithium. Und von 2016 bis 2018 haben sich die Lithiumpreise verdoppelt. Und das wird voraussichtlich so weitergehen, weil die Vorräte eben nicht mehr, sondern weniger werden. 150 Gramm Lithium pro Kilowattstunde, das ist unveränderlich. Der Stromverbrauch in Deutschland sind 530 Terawattstunden pro Jahr. Würde man diesen Stromverbrauch in Deutschland puffern wollen, dann würde der Weltvorrat an Lithium dazu ausreichen, um 91 Tage Deutschland mit Strom zu versorgen. Oder 14 Tage die EU. Oder 10 Tage Europa. Oder 6,8 Tage Europa und USA. Sie sehen, diese Lithiummengen braucht man nur, um die Stromversorgung zu überbrücken. Da ist noch kein Lithium eingerechnet, welches man dann auch für diese Millionen von Autos einsetzen möchte. Lithium ist also außerordentlich knapp und Lithium wird nicht ausreichen, um die Elektromobilität so voranzutreiben, dass wir Elektroautos fahren und ausreichend Pufferkapazitäten mit Batterien in unserem Stromnetz haben. Ein Experte sagte, der Glaube an den Durchbruch der E-Mobilität ist ein Hirngespinst. Und das ist kein Niemand, das ist ein Professor an der Technischen Hochschule in Aachen, der auch ein Unternehmen gegründet hat, um Elektroautos zu fertigen. Dieser Herr Günther Schuh kommt zu diesem Schluss. Kein Durchbruch der E-Mobilität. Auf der anderen Seite ist die Industrie sehr quirlig, um die Probleme unserer konventionellen Antriebe zu lösen. Die Dieselprobleme, die man noch vor kurzem benannt hat, Feinstaub und NOx, sind technisch gelöst.
Das bedeutet natürlich nicht, dass die Dieselflotte, die heute auf den Straßen ist, derartige Autos hat. Aber die Technik ist bekannt. Man kann Dieselmotore betreiben mit NOx-Werten, also Stickoxidwerten und Feinstaub, wesentlich unter den heutigen, ja schon etwas unsinnigen Grenzwerten. Ein Euro 6 D-Temp Modell hat bessere Abgaswerte als ein Hybridfahrzeug. Man macht das durch Harnstoffeinspeisung, die das NOx reduziert. Eine andere Problematik beim Dieselmotor, ich erwähnte das schon, ist die niedrige Abgastemperatur. Bei dieser niedrigen Abgastemperatur von 200 Grad gelingt es kaum mehr, das Abgas durch Katalysatoren zu reinigen. Dafür braucht man höhere Temperaturen. Das würde man schon erreichen, wenn man den Katalysator nur möglichst nah an den Motor bauen könnte. Das hat konstruktive Nachteile und Probleme. Man muss, um so etwas zu machen, das gesamte Fahrzeug neu konstruieren, um Platz zu schaffen im Motorraum. Auch das hat die Industrie mittlerweile geschafft. Welch unsinnige Grenzwerte die EU uns vorschreibt, sehen Sie anhand dieser Folie. Die maximale Arbeitsplatzkonzentration für NOx ist 950 Milligramm pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert für die Außenluft, wo die Autos vorbeifahren, dieser Grenzwert ist 40 Milligramm pro Kubikmeter. Genauso sieht es beim Feinstaub aus. Sie können am Arbeitsplatz ohne weiteres 10.000 Mikrogramm pro Kubikmeter Feinstaub haben. Aber auf der Straße dürfen es nur 50 Mikrogramm sein. Was für ein Unsinn! Wir geben Millionen und Milliarden aus, um Grenzwerte zu erreichen, die völlig sinnlos sind. Wenn Sie in Ihrer Küche einen Gasherd entzünden, übersteigen Sie selbst die 950 Mikrogramm pro Kubikmeter, die am Arbeitsplatz erlaubt sind. Und ganz abgesehen von den 50, 40 Mikrogramm pro Kubikmeter auf der Straße. Was sollen Grenzwerte auf der Straße, die Sie privat in fast jeder Lebenssituation immer übersteigen? Was sollen Feinstaubkonzentrationen, die Sie um das Hundertfache und Tausendfache überschreiten? Und wenn jemand bedenkt, dass es auch noch Zigarettenraucher gibt, dann brauchen wir über einen Feinstaubgrenzwert gar nicht mehr zu reden. Und diese Grenzwerte werden noch weiter verschärft. Während man früher beim MAC-Wert, bei der maximalen Arbeitsplatzkonzentration, von einem Durchschnittswert gesprochen hat, spricht man heute von einem Grenzwert. Das heißt, es dürfen diese Grenzwerte überhaupt nicht mehr zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Das ist also eine weitere Verschärfung dieser Vorschriften. Eine Stellungnahme des Fraunhofer-Instituts zur Diesel-Feinstaub-Debatte. Und das Fraunhofer-Institut ist durchaus regierungsnah. Es lautet: Der Feinstaubgrenzwert ist eigentlich völlig widersinnig. Was wir mit den Messgeräten messen, ist zu 90% natürlicher Feinstaub. Und an diesem Feinstaub ist niemand gestorben bisher. Ist seit Jahrmillionen in der Luft. Der Anteil der Diesel-Pkw daran ist so marginal, dass man ihn eigentlich gar nicht messen kann. Professor Matthias Klinger. Nun zur Stromerzeugung. Wir haben im Wesentlichen drei Techniken, mit denen wir Strom erzeugen können. Das sind sogenannte Kanot-Maschinen, wo wir im Kanoschen Kreisprozess Wärme zur Arbeit machen und diese Arbeit in Form von Strom liefern. Die zweite Möglichkeit sind isotherme Turbinen, also Turbinen, die nicht durch Verbrennung und durch Abkühlung eines Gases zum Laufen gebracht werden,
sondern die bei gleicher Temperatur laufen durch Ausnutzung der Kinetik. Wir machen Kinetik zur Arbeit. Das machen wir bei Wasserkraftwerken, das machen wir bei Windkraftwerken. Nun, wenn Sie hier unten die Wirkungsgrade sehen, dann sind Kanonmaschinen mit einem realen Wirkungsgrad von 40% nicht sehr gut. Aber das ist die Physik. Der Wirkungsgrad von Windkraftwerken ist 59% und der elektrische Wirkungsgrad ist 30%. Und das ist bei voller Leistung. Und bei der Photovoltaik, der dritten Möglichkeit, um Strom zu erzeugen, wo man Lichtquanten zur Arbeit verwandelt, wird Sonnenstrahlung von 1 Kilowatt pro Quadratmeter eingefangen und mit einem Wirkungsgrad von 15-30% zu Strom umgewandelt. Und das nur, wenn 80% Sonne scheinen. Denn in der Nacht ist der Wirkungsgrad 0. Hier sehen Sie einen Vergleich der CO2-Menge bei den unterschiedlichen Stromerzeugungsmöglichkeiten. Biogas-Blockheizkraftwerke werden mit negativem CO2 angegeben, was natürlich nicht stimmt, sondern nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen so sein könnte. Windenergie zwischen 23 und 27 Gramm pro Kilowattstunde, Atomkraftwerke 32, Wasserkraftwerke immer noch 40 Kilogramm pro Kilowattstunde und eine multikristalline Solarzelle 101 Gramm pro Kilowattstunde. Also man kann bei unseren Solarzellen wirklich nicht von CO2-freiem Strom sprechen. Natürlich haben die anderen Erzeugungsmöglichkeiten wie Steinkohle, Braunkohlekraftwerke einen wesentlich höheren CO2-Ausstoß. Ob dieser CO2-Ausstoß auf unsere Umwelt einen Einfluss hat, das erkläre ich in meinem nächsten Vortrag CO2, Fluch oder Segen. Und Sie werden sehen, dieses CO2 führt natürlich nicht zum Untergang unserer Erde. Windstrom und Sonnenstrom haben noch zwei ganz erhebliche Nachteile. Windstrom kann man in Deutschland nur in ganz bestimmten Gegenden erzeugen, nämlich dort, wo ausreichend Wind geht und wo auch nicht zu viel Wind geht. Denn die Anlaufgeschwindigkeit für Rotoren sind 4 bis 5 Meter pro Sekunde oder 15 bis 18 Stundenkilometer Wind. Darunter geht gar nichts. Bei Windstille müssen die Rotoren gedreht werden. Es wird Ihnen manchmal schon aufgefallen sein, dass Sie eine Reihe von Windkraftwerken sehen, deren Flügel sich nicht drehen, aber eins ist dabei, welches sich ganz langsam dreht. Dieses dreht sich nicht wegen des Windes, sondern es dreht sich, weil in jeder Windturbine ein Elektroantrieb verbaut ist, der diese Windräder in bestimmten zeitlichen Abständen dreht, damit die Schmierung der Achsen und Wellen gewährleistet ist. Also bei Windstille verbrauchen die Windkraftwerke Strom. Ja, bei der Sonnenkraft sind die Verhältnisse so, dass es 883 Stunden pro Jahr sind, also nur 10% des Jahres, in denen unsere Solarpaneele überhaupt Strom erzeugen. Und das bei einer Nennleistung von 17% unter Testbedingungen. Das heißt, nur 17% des eingefallenen Lichts werden überhaupt in Strom verwandelt. Das Problem bei Windkraft und Solarstrom ist, dass sie sehr schwer prognostizierbar sind und also nicht planbar. Die Stromerzeugung ist nicht an den Ort gebunden, wo der Strom gebraucht wird, sondern ist an den Ort gebunden, wo der Wind geht oder wo die Sonne scheint. Die Leistung schwankt stark und schwankt auch unplanbar. Und es gibt eine Menge von Umweltproblemen, die heute
verschwiegen oder kleingeredet werden. Bei den Windkraftanlagen werden Vögel geschreddert, der Infraschall, die Landschaften werden zerstückelt und verspargelt. Der Rückbau macht Probleme und wie wir mittlerweile wissen, auch Insekten erleiden den Tod durch die Windkraftanlagen. Neueste Forschungen sind sogar der Meinung, dass die Windkraft etwas mit unserer Trockenheit zu tun hat, weil sie Winde ablenkt, weil sie lange Schleppen an Wirbeln haben und somit die Kondensation von Wassertröpfchen verhindern. Das alles läuft unter einer Missachtung des Artenschutzes mit einem enormen Flächenbedarf. Die Auslastung der Windkraftanlagen in Hessen beträgt 17%. 17%. Es ist keine gute CO2-Bilanz, wenn man so eine Windkraftanlage baut und dann mit 17% der Nennlast Strom produziert und sie dann auch wieder abreißen muss. Windstrom ist unwirtschaftlich. Das ist ja mittlerweile auch bis zu den letzten Dörfern durchgedrungen, dass man Windkraftanlagen deshalb abreißen muss, weil die Subventionen auslaufen. Sie sind also schon unwirtschaftlich, wenn sie gerade mal 10 Jahre gelaufen sind und nicht bezuschusst werden. Also waren sie immer unwirtschaftlich und das merken wir auch am deutschen Strompreis. Und das größte Problem, in windstillen Nächten gibt es gar keinen Strom. Und dazu kann man sich jeden Tag in Deutschland die Stromerzeugung ansehen. Jeden Tag gibt es diese Kurven, die Sie hier sehen. Und man kann sich nun verschiedene Tage herausnehmen, wie diesen. An diesem Tag, hier wird die Windstromindustrie jubeln, wurden 45% Solarstrom erzeugt und 16% Windstrom in diesem Moment. Es gibt aber andere Momente wie diesen. Und in diesem wurden 0,3% Solarstrom erzeugt und 3% Windstrom. Ja, woher kommen die anderen 96,7%? Die müssen in diesem Fall konventionell erzeugt werden. Und damit kommen wir zu einem großen Problem. Wir können Windstromanlagen bauen, wir können die Kapazitäten verdoppeln, dann haben wir in windstillen Nächten doppelt so hohe Kapazitäten, die nichts erzeugen. Wir geben also Geld aus, um nichts zu produzieren. Und das sieht man auch in der langfristigen Entwicklung in Deutschland. Wir exportieren immer mehr Strom, wir bauen immer mehr Kapazitäten dazu und Deutschland hat schon wesentlich höhere Kapazitäten als eigenen Stromverbrauch. Betrachten Sie dieses Diagramm. Hier sehen Sie die Entwicklung des Stromverbrauchs, das sind nämlich langfristig 500 Terawattstunden in Deutschland. Die sind kaum gestiegen und kaum gefallen. Aber seit 2002 haben wir unsere Kapazitäten an Stromerzeugung fast verdoppelt. Das heißt, wir haben nochmal die gleiche Kapazität an Wind- und Solarstrom dazu gebaut und betreiben offensichtlich die konventionellen Kraftwerke genauso wie vorher. Und das ist auch die Realität. Wir erzeugen Windstrom. Dieser Windstrom hat eine Vorzugseinspeisung in unser Netz. Das macht den Netzbetreibern enorme Probleme. Und die Netzbetreiber haben die Aufgabe, den übrigen Strom loszuwerden, zu verkaufen. Und das machen wir auch. Das machen wir auch mit diesem Ergebnis. Das ist Zu- und Rückbau der letzten Jahre. Man sieht, wir haben enorme Mengen an Wind- und Solarkraft zugebaut. Und man sieht aber auch etwas anderes, dass im letzten Jahr die Zubaukapazitäten ganz gewaltig abgenommen haben. Und sie haben abgenommen aus einem ganz einfachen wirtschaftlichen Grund. Man kann sich letztendlich die Subventionen nicht mehr leisten, die man benötigt, um weitere Windkraftanlagen zu bauen.
Und so findet man keine Investoren mehr, die die Windkraftanlagen erstellen. Und ich bin der festen Meinung, dass in den nächsten Jahren jene Firmen, die Windkraftanlagen bauen, in Insolvenz gehen werden. Wir haben auf etwas gebaut, was wirtschaftlicher Unsinn ist. Die zeitlichen und räumlichen Schwankungen machen dem Stromnetz enorme Probleme. Bei einem Stromnetz ist es so, dass es vollständig und zu jeder Zeit im völligen Gleichgewicht sein muss. Es muss zu jeder Zeit so viel Strom produziert werden, wie abgenommen wird. Und es darf auch nicht mehr Strom produziert werden, als abgenommen wird. Und dieser Strom muss auch noch andere Bedingungen erfüllen. Dieser Strom muss auch noch 50 Hertz Wechselstrom sein. Und diese Frequenzstabilität muss auch garantiert sein. Es ist das einfache Kirchhoffsche Gesetz, das im Strombereich das beschreibt, was letztendlich auch eine Wasserleitung hat. Es muss das rein, was rausgeht, und es muss das raus, was reingeht. Und zwar zeitgleich. Ein Stromnetz funktioniert im Prinzip nicht viel anders als ein Wasserleitungsnetz. Wie auf diesem Bild sehen Sie einige Wasserpumpen, die pumpen Wasser in eine Leitung, und auf der anderen Seite gibt es die Abnehmer, hier von Wasser. Ja, und wenn nun die Pumpkapazität zurückgeht, dann kann eben auf der anderen Seite das Wasser nicht abgenommen werden. Und beim Strom ist es eben so, dass es absolut gleich sein muss, was rein und was rausgeht. Und dazu bedarf es einer Stabilisierung der Netzfrequenz. Viele Verbraucher sind darauf angewiesen, dass diese Frequenz konstant ist. Schwankungen führen zu Fehlern und manchmal zur Zerstörung. In großen Kraftwerken hat man zur Stabilisierung dieser Netzfrequenz riesengroße Rotoren eingebaut, also Massen, die rotieren, die sich drehen, um geringste Schwankungen entweder in der Zulieferung von Strom oder in der Abnahme von Strom auszugleichen. Diese großen Massen laufen einfach weiter und bilden eine Sekundenreserve. Sollte der Strom in wenige Sekunden zurückgehen, dann drehen diese Massen weiter und der Abnehmer kann Strom der gleichen Frequenz weiterhin abnehmen. Und umgekehrt, schaltet ein Verbraucher rasch zu und der Stromverbrauch steigt, dann wird diese Masse dafür sorgen, dass sie weiter dreht, bis wieder genügend Strom nachgeliefert wird. Solche Maßnahmen zur Stabilisierung der Netzfrequenz werden bei Windkraft- und Solaranlagen unmöglich sein. Man hat bei diesen Anlagen nirgends so hohe Kapazitäten an einem Punkt zusammen, dass man solche Schwungmassen betreiben kann. Diese ganze unwirtschaftliche Konstruktion einer Stromversorgung hat dazu geführt, dass der Stromaustauschsaldo in den letzten Jahren von Deutschland enorm negativ geworden ist. Das heißt, wir haben immer mehr Strom exportiert, nur um Windstrom erzeugen zu können. Diesen Strom haben wir manchmal zu Nullpreisen exportiert, weil die Abnehmer diesen Strom nicht brauchen und in Zukunft werden diese Abnehmer diesen Strom auch nicht wollen. Polen ist zurzeit dabei, sogenannte Querregler einzubauen, um vom deutschen Strom nicht einfach überflutet zu werden, sondern um technische Möglichkeiten zu haben, diese Stromlieferungen an der Grenze abzuhalten. Und alle diese Dinge können dazu führen und werden dazu führen, dass das deutsche Stromnetz immer instabiler wird und immer näher an einem Blackout steht. Und das alles erkaufen wir mit enormen Kosten. Deutschland hat den zweithöchsten Strompreis in der Welt. Ein anderes Problem
der Windkraftanlagen. Windkraftanlagen sind Störsender. Sie erzeugen Infraschall und sie erzeugen Stoßwellen. Und diese Stoßwellen sind für den Menschen ungesund. Zusammenfassend möchte ich sagen, Elektromobilität wird eine Nischentechnologie bleiben. Die Probleme der konventionellen Antriebstechnik, NOx und Feinstaub, sind keine ernsthaften Probleme, weil auf der einen Seite die Grenzwerte unvernünftig niedrig sind und auf der anderen Seite diese Probleme technisch gelöst sind. Otto- und Dieselmotoren könnte man auch mit Alkohol betreiben oder mit synthetischem Treibstoff. Nach Ansicht von Experten ist es für eine große Volkswirtschaft praktisch unmöglich, ein zuverlässiges, kohlenstoffarmes Netz ohne Kernenergie zu haben. Die Deutschen lernen dies auf die harte Tour. Der Economist schrieb: Deutschland hat ungewöhnlich große Fehler gemacht. Langfristige Subventionen für Solarparks auszugeben, war unklug. Atomkraft so schnell abzuschaffen, ist verrückt. Wer baut auf Wind, baut auf Satans Erbarmen. So steht es schon in Richard Wagners Fliegenden Holländer.